Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist manchmal schon schwer erträglich, dass jemand, der jahrelang sich hat von Ost-Berlin bezahlen lassen als DKP-Funktionär und dann zur AfD gegangen ist, hier sich in dieser Art und Weise aufführen kann. Ich bin, wenn etwas war, was eines Beweises noch bedurft hätte, was die Propagandarolle von Ihnen im Interesse Putins angeht, dann war das eben der Auftritt von Herrn Fahle. Als ich den Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann irgendwie nicht ganz wahr sein. Die AfD für Frieden. Seit wann setzt sich die AfD für Frieden ein? Wenn Sie üblich und erst jüngst wieder vor Flüchtlingswohnheimen randalieren? Setzen Sie sich für Frieden ein, wenn Ihre Ex-Kollegin Malsack Winkemann mit ihren Reichsbürgerkameraden Waffen sammelt, um den Bürgerkrieg in diesem Land einzutragen? Oder haben Sie sich für Frieden eingesetzt, Herr Kortre, als Sie bei Wladimir Solowjew im russischen Fernsehen aufgetreten sind? Der Herr Solowjew hatte nämlich einen Tag vorher das Gleiche gemacht wie der Kollege Fahle hier eben. Er hat sämtliche deutschen Journalistinnen und Journalisten als Nachfahren von Goebbels und entkommenen Nazischweine tituliert. Und am Tag drauf sind Sie in der gleichen Sendung bei dem gleichen Hetzer. Aber anstatt diesen Entgleisungen zu widersprechen, haben Sie, Herr Kortre, das auch noch bestätigt. Sie haben gesagt, es muss gesagt werden, dass Journalisten und Medien alles tun, um die deutsche Gesellschaft gegen Russland, gegen die russische Regierung aufzubringen. Und Sie seien entsetzt, dass wieder deutsche Panzer geliefert werden, um Russen zu töten. Und jetzt bin ich bei Ihnen, Herr Gauland. Es ist schon eine Form von Geschichtsvergessenheit, den Charakter der Aggression, über die wir uns hier, mit der wir konfrontiert sind, zu negieren. Es waren deutsche Panzer, die Russen, Tschetschenien, Georgier, Esten, Letten und Ukrainer überfallen haben im Zweiten Weltkrieg. Und Sie tun jetzt so, als wenn Deutschland sich in diese Tradition stellen würde. Nein, es ist genau umgekehrt. Wo hat denn der Angriffskrieg stattgefunden? Wann hat zum ersten Mal seit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges auf dem europäischen Kontinent eine Macht andere Grenzen mit Militärgewalt überschritten, um etwas hier zu erobern und sich dieses Land untertan zu machen? Das war Putin, das war Russland mit dem Angriff auf die Ukraine. Und wenn Sie wissen wollen, wie dieser Krieg geführt wurde, dann schauen Sie sich die Berichte an zu Butscha und anderem. Da kommen einem historische Assoziationen zum Vorgehen der deutschen Wehrmacht, der SS und der Polizeikorps in der Ukraine, in Russland und anderswo. Davon hätte ich von Ihnen ein Wort verlangt. Nein, ich glaube, Sie sind nicht für Frieden. Sie betätigen sich lieber als Propagandazwerge für die Kriegspropaganda von Putin. Was aber dahinter steht oder womit Sie sich kostümieren, ist ja die Behauptung, man könne über Verhandlungen diesen Konflikt jetzt zu diesem Zeitpunkt lösen. Ich bin der festen Überzeugung, am Ende wird es Verhandlungen geben. Aber heute sind wir in einer Situation, die Sie, Herr Gauland, wenn Sie mal nicht heimlich meinen Kampf schmökern würden, sondern Wilhelm Busch lesen, da würden Sie das Gleichnis finden, vom Igel und dem Fuchs. Herr Trittin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD? Nein. Und ich hoffe, Sie kennen dieses Gleichnis, Herr Gauland. Da geht es nämlich darum, dass der Fuchs den Igel auffordert,
sein Feld zu übergeben, weil der Friede längst verkündet sei und dabei listig seine Zähne leckt. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden. Wir müssen Frieden als Ziel unseres Handels haben. Aber wir müssen klar haben, dass dieser Frieden nicht existieren kann in Form eines einseitigen Diktats. Er beruht nicht auf Wehrlosigkeit, sondern ein gerechter Frieden. Der ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Das Konzept des gerechten Friedens, wie es die evangelische Kirche definiert hat, das ist etwas, was als politisches Leitbild tatsächlich auch ein Stück Wehrhaftigkeit mit voraussetzt. Und deshalb ist es bitter, deswegen ist es schwer, aber es ist notwendig, die Ukraine so auszustatten, dass sie nicht von einem imperialistischen Aggressor in der Tradition von Eroberungskriegen überrannt wird. Und dafür stehen wir.